Pamukkale liegt 260 Kilometer südöstlich von Izmir und war über tausende von Jahren ein beliebtes Heilbad, was es noch heute ist, denn es gehört zu den bevorzugten Urlaubsorten der Türkei. Gelegen auf einer Hochebene über einem weiten, fruchtbaren Tal, durch das sich im Nebenfluss des Mäander zieht, rühmt sich der Urlaubsort seiner heißen, kalziumhaltigen Wasser, die in einer Temperatur von 35 Grad Celsius aus der Erde sprudeln. Das Wasser fließt dann, sich abkühlend, durch die zahlreichen Becken und Kanäle, bis es schließlich über einen steilen, in Stufen unterteilten Hügel abfällt, wobei es sein schimmernd weißes Kalk ablagert. Dadurch bilden sich verschiedene Formationen von Kalkfelsen. Diese fantasiereichen Gebilde aus reihenweißem Fels haben dem Ort seinen türkischen Namen gegeben, Pamukkale, die Baumwollburg. Die Römer schätzten die heilsame Wirkung dieses Wassers und sie kamen zu Tausenden, um hier Ruhe zu finden und sich zu erholen. Sie bauten die klassische Stadt Hierapolis um die heißen Quellen, damit sie die Besucher unterbringen konnten. Viele, die kamen, waren in schlechter gesundheitlicher Verfassung und hofften, hier wieder gesund zu werden. Die Großnekropole der Stadt erzählt allerdings eine andere Geschichte. Es ist mit 1200 Gräbern der größte antike Friedhof in Anatolien. Unter denen, die hier begraben sind, befindet sich auch der Apostel Paulus, der im 1. Jahrhundert in Hierapolis Märtyrertod starb. Zu den bekannten Sehenswürdigkeiten von Pamukkale zählt das heilige Becken, in dem Reste zerborstener Marmorsäulen liegen. Es könnte in Verbindung mit dem nahegelegenen Tempel des Apollo das Zentrum ritueller Zeremonien gewesen sein. Das römische Theater von Hierapolis mit seinen 20.000 Sitzplätzen ist ausgeschmückt mit schönen Reliefs, die vor kurzem restauriert wurden. Auf ihnen sind Ereignisse aus dem Leben des Kaisers Septimius Severus dargestellt, die auch Abbildungen des Wein- und Fruchtbarkeitsgottes Dionysos. Das große römische Bad der Stadt wurde restauriert und wird nun als archäologisches Museum genutzt. Hier sind viele interessante Werke aufbewahrt, die in der Region gefunden wurden. Gegenüber dem Museum verteilen sich die Reste einer großen römischen, mit Säulen eingefassten Hauptstraße über mehr als einen Kilometer hinweg. In dem Tal unterhalb von Pamukkale liegen die Ruinen von Laodicea, Heimat einer der sieben biblischen Kirchen der Offenbarung. Die Stadt war in der Antike ein Textil-, Handels- und Bankenzentrum. Die Archäologen haben hier ein Stadion, einen Wasserturm, eine Turnhalle und einen Bäderkomplex, ein Odeum, ein Brunnentempel, ein großes hellenistisches und ein kleines römisches Theater sowie einige Überreste der Stadtmauern entdeckt. Folgt man dem Mäanderflusstal weiter nach Westen, kommt man nach Aphrodisias, das Aphrodite, der Göttin der Liebe, gewidmet war. Im Bronzezeitalter siedelten sich hier die ersten Bewohner an. Die Stadt selbst wurde im 5. Jahrhundert vor Christus gegründet und wurde bald wegen ihres Aphrodite-Schreins, ein ionischer Tempel, besteht aus 40 Säulen, bekannt. Da es in der Nähe feinen, karischen Marmor gibt, wurde Aphrodisias zu einem künstlerischen Zentrum mit einer berühmten Skulptorenschule. Absolventen dieser Schule wirkten über die Grenzen des Römischen Reiches hinaus. Ihre Namen tauchen auf Statuen auf, die in Italien, Griechenland, Anatolien und anderen römischen Ländern gefunden wurden. Neben seinen schönen Statuen ist Aphrodisias bekannt für seine großartigen Gebäude, darunter ein kleines Theater, das während der hellenistischen Periode aus reinem Marmor gebaut wurde. Auch das am besten erhaltene Stadion Gesamt-Anatoliens befindet sich hier.
Mit einer nur minimalen Reparatur könnte das 262 Meter lange Stadion mit seinen 30.000 Sitzplätzen für Rennen, Wett- und Gladiatorenkämpfe genutzt werden, so wie es zu antiken Zeiten geschah. Das Tetraphylon ist ein monumentaler Torweg, der im 2. Jahrhundert nach Christus während der Herrschaft des Kaisers Hadrian gebaut wurde. Man nimmt an, dass dieser Torweg die Kreuzung einer Hauptstadt mit dem Heiligen Weg zum Tempel der Aphrodite markiert war. Als das Christentum im 4. Jahrhundert in Aphrodisias Einzug hielt, wurde der Tempel zu einer Kirche umgebaut. Die Menschen der Stadt hingegen waren ihrer traditionellen Religion derart verbunden, dass es noch lange Zeit dauerte, bis die neue Religion vollständig akzeptiert wurde. Letztendlich wurde die Stadt Sitz des Erzbischofs und später Hauptstadt der Provinz Karien. Aber noch heute hoffen manche Besucher, etwas von der Ausstrahlung der Göttin der Liebe einfangen zu können.